Nun alles ordentlich durchstampfen. Schön sämig. Stampfkartoffeln. Nun gut, und sei es aus Staatsräson. Le cuisineur, c'est moi. Der Koch in Preußen, das bin ich. In Wien hat man die Demütigung durch den bösen Mann, wie Maria Theresia Friedrich nennt, nicht vergessen. 1756 überzeugen ihre Berater sie. Die Zeit ist reif für die Revanche. Preußen muss über den Haufen geworfen werden, wenn das Erzhaus aufrecht stehen soll. Sie wissen, wie sehr mir Schlesien am Herzen liegt. Wenn Frankreich und Sachsen uns zur Seite stehen, könnten wir Preußen wieder in die Schranken verweisen. Das bedeutet neuen Krieg. Wieder schlägt Friedrich als Erster los. Wieder setzt er alles auf eine Karte und fällt im August 1756 ohne Kriegserklärung in Sachsen ein. Der Siebenjährige Krieg hat begonnen. Österreich, Frankreich und Russland verbünden sich gegen ihn. Jedes dieser Länder allein verfügt über größere Mittel als Preußen. Im Juni 1757 erleidet er die erste große Niederlage. Fortan zieht er kreuz und quer durch halb Europa, um den Zusammenschluss der Verbündeten zu verhindern. Und wie immer setzt er dabei auf alles oder nichts. Meine Herren, ich werde gegen alle Regeln der Kunst einen zweimal stärkeren, auf Anhöhen stehenden Feind angreifen. Ich muss es aber tun. Oder es ist alles verloren. Ist einer unter Ihnen, der nicht so denkt, der nehme hier auf der Stelle seinen Abschied. Ich werde ihm selbigen, ohne irgendeinen Vorwurf geben. Diese Standhaftigkeit in hoffnungsloser Lage übt schon auf Zeitgenossen eine seltsame Faszination aus und sollte zu Friedrichs Mythos beitragen. Morgen um diese Zeit haben wir den Feind geschlagen oder wir sehen uns nie wieder. Seine Gegner Maria Theresia, die Zarin Elisabeth I. oder auch der französische König und Madame Pompadour, die lagen natürlich im Bett und ließen ihre Militärs den Krieg führen, wohingegen er selbst Leib und Leben riskiert hat. Heute würden wir ihn einen Risk-Taker nennen. Und das hat natürlich nicht nur bei den Soldaten großen Eindruck hinterlassen, sondern in der Bevölkerung allgemein. Die Menschen erzählen sich, wie der Monarch auf Kirchtürmen und aus Dachluken die feindlichen Stellungen erkundet und nach Geländevorteilen für seine Truppen sucht. Von den Feldherren der Antike leiht er sich die Strategie der schiefen Schlachtordnung aus. Friedrich vermeidet die Attacke auf breiter Front. Stattdessen soll der Gegner mit allen Kräften am rechten Flügel erfasst und aufgerieben werden, bis die gesamte Front nachgibt. Tatsächlich gewinnt Friedrich bei Rossbach, Leuthen und Zorndorf große Schlachten. Doch verschaffen sie ihm nicht mehr als Atempausen in diesen Völkerschlachten. Friedrich der Große hat den Siebenjährigen Krieg als totalen Krieg geführt. Letztlich musste er ihn als totalen Krieg führen, um gegen die nominelle Übermacht seiner Gegner diesen Krieg zu überleben. Dazu gehörte auch die Geldfälschung, und zwar in einer bis dahin nicht gekannten exzessiven Weise. Er hat nicht nur preußisches Geld gefälscht, er hat auch ausländische Münzen gefälscht. Totaler Krieg heißt in diesem Fall auch rücksichtsloser Einsatz der Ressourcen des Staates ohne Rücksicht auf die Leiden der Bevölkerung. Gegen eine Welt von Waffen hält er stand. Eine Unze Gift in der einen und einen Haufen schlechter Verse in der anderen Tasche. So heißt es später.
Im dritten Kriegsjahr sind Preußens Kräfte jedoch längst am Ende. Das Schicksal, das Friedrich mit dem dreisten Raub Schlesiens herausgefordert hatte, schlägt zurück. Das Glück hat sich von mir abgewandt. Ich hätte darauf gefasst sein sollen. Schließlich ist Fortuna eine Frau. Und ich bin kein Liebhaber. Und dann Kunersdorf. Am 12. August 1759 können sich Österreicher und Russen hier an der Oder vereinen. 80.000 Mann stehen 50.000 Preußen gegenüber. Friedrich will den Gegner umgehen, doch das Vorhaben scheitert. Der Gegenangriff der Übermacht lässt die Preußen fliehen. Der König gerät, wie schon so oft, in die Schusslinie. Wie durch ein Wunder überlebt Friedrich. Majestät! Eine Schnupftabakdose schreibt Geschichte. Und wie ein Wunder scheint es auch, dass Preußen doch noch vor dem Untergang bewahrt bleibt. In Russland stirbt die Zarin. Ihr Sohn und Thronfolger ist ein glühender Verehrer Friedrichs. Der Preußen-Fan schließt sofort Frieden. Die Anti-Preußen-Koalition zerfällt. Und dieser Zufall der Geschichte wird künftig das Mirakel, das Wunder des Hauses Brandenburg genannt werden. Nach 7 Jahren Krieg und Elend, Zerstörung und Blutvergießen bestätigt der Frieden von Hubertusburg nur den Status quo vor dem Krieg. Schlesien bleibt endgültig bei Preußen, gezeichnet Maria Theresia. Jetzt hat es Friedrich schwarz auf weiß und kann es kaum glauben. Diese weit überlegenen Kräfte, diese Völker, die von allen vier Enden der Welt auf uns einstimmten, was haben sie erreicht? Erst ihre große Zahl ist ihnen zum Verhängnis geworden. Sie haben sich einer auf den anderen verlassen. Welch ungeheuren Fehlern verdanken wir unsere Rettung? Friedrichs Mythos als Feldherr ist im Wesentlichen im Siebenjährigen Krieg geschaffen worden. In seiner Auseinandersetzung gegen eine Übermacht. Daraus hat die Nachwelt im Ersten Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg geschlossen, dass wenn man nur die richtige Einstellung hätte, wenn man so handeln würde wie Friedrich, wenn solche Personen an der Spitze sind, dann könnte man die Gesetze von Zahl und Wahrscheinlichkeit erneut außer Kraft setzen und erneut gegen eine Übermacht siegen. Bei seinem Einzug nach Berlin jubelt man ihm zu. Friedericus Maximus, Friedrich der Große, wird er jetzt genannt. Preußen ist Großmacht. Doch zu welchem Preis? Er selbst beklagt sich, er sei grau wie ein Esel. Seinem Sarkasmus tut das keinen Abbruch. Die Königin erfährt das als erstes nach Jahren der Trennung. Madame sind korpulenter geworden. Für Preußen war der Siebenjährige Krieg natürlich furchtbar. Preußen ist durch einen Scheuersack getrieben worden, mit großen Opfern für die Bevölkerung, desaströsen Opfern für die Volkswirtschaft, Hunderttausenden von Toten. Die folgenden Jahre bis 1786 waren für Preußen eine bleierne Zeit. Friedrich hat mit veralteten Mitteln versucht, die ökonomischen Schäden des Siebenjährigen Krieges auszugleichen. Das Ende meiner Tage ist vergiftet, befindet Friedrich. Und der Abend meines Lebens ist ebenso schrecklich wie der Morgen. Es wird wieder erwarten ein recht langer Lebensabend. Und Friedrich bringt noch manches zu Wege. Als Zeichen des Sieges lässt er in Potsdam einen Triumphbogen errichten. Größer und pompöser fällt das neue Palais aus. Ein Statement der Macht gegenüber den Feinden nach dem Krieg. Hurra, wir leben noch. Die Macht Preußens ist nicht auf inneren Reichtum, sondern allein auf gewerblichen Fleiß begründet, befindet der alte Fritz. Also fördert er Handel und Gewerbe nach Kräften.
Dazu gehört auch die Gründung der königlich-preußischen Porzellanmanufaktur, KPM. Auf dem Land geht Friedrich in die Bildungsoffensive. Warum seid ihr nicht in der Schule? Euer Majestät, in unserem Dorf gibt es keine Schule. Dann müsst ihr halt ins nächste Dorf. Ihr müsst was Gescheites lernen. Oder wollt ihr ewig Schafe hüten? Ich werde einmal Soldat, Majestät. Dann muss er erst recht viel lernen. Des Königs Soldaten müssen schreiben und rechnen können. Die Leibeigenschaft der Bauern, daran rüttelt Friedrich nicht. Zu stark ist er vom Adel abhängig, doch er lässt sie lernen. Die Sorge für die Erziehung ist ein wichtiger Gegenstand, den die Fürsten nicht vernachlässigen sollten. Ich reformiere selbst die Dorfschulen. Es ist das Steckenpferd meines Alters. Und einmal mehr schreibt sich der König die Stichworte für seinen Nachruhm selbst. Um Kriegsinvalide zu versorgen, werden sie als Dorfschullehrer eingesetzt. Ihre pädagogische Befähigung stammt vom Kasernenhof. Das reicht in den Augen des Philosophenkönigs. Die Menschheit aufklären zu wollen, oft ist es ein gefährliches Unterfangen. Man muss sich damit begnügen, selber weise zu sein, wenn man es vermag. Was macht Friedrich zu einem Großen? Verglichen mit den autoritären Zaren oder den Verschwendern auf dem französischen Thron war er der Vertreter einer neuen Zeit. Ich würde seine Begabung als so breit gefächert betrachten, dass sie einzigartig ist unter den Fürsten der Zeit und dessen, was dann auch in Preußen noch folgen sollte. Kein anderer Monarch hat so ernsthaft über das nachgedacht, was zu tun ist in der Rolle als ein Autokrat, als ein allein regierender Monarch. Doch seine politische Aufgeklärtheit hinterlässt kaum Spuren. Mächtiger ist die Legende, die aus der Widersprüchlichkeit seines Charakters erwuchs. Das fatale Erbe an Friedrich ist nicht ihm anzulasten, kommt aber halt aus seiner Zeit. Nämlich sein spielerischer Charakter, alles auf eine Karte zu setzen, in Krisensituationen oder in Kriegen. Dieses Sieg oder Untergang haben ja 1:1 Hitler und Goebbels übernommen. Auch sie sagten, entweder gewinnen wir diesen Krieg oder das deutsche Volk verdient es nicht anders. Und hier haben Hitler und Goebbels eine Parallele zu Friedrich gezogen, die natürlich durch nichts zu rechtfertigen ist. Friedrich hat an seiner Legende tatkräftig mitgeschrieben. Die Nachwelt ist ihm darin lange gefolgt. Sie hat den alten Fritz verkitscht und ihn sich gemütlich gemacht, wie Thomas Mann es formulierte. Ein realistischer Blick auf Friedrich den Großen würde ihn als das zurücklassen, was er ist, eine hochinteressante Persönlichkeit. Aber der legendäre Friedrich, der Vater des Volkes, der große Reformer, der sparsame König, der sich verzehrt hat für sein Volk, den hat es nie gegeben. Er hat letztlich alles für sich getan. Seine letzten Lebensmonate verbringt er auf Schloss Sanssouci, allein. 46 lange Jahre hat er regiert. Er hat Kriege geführt und darunter gelitten. Friedrichs Zerrissenheit war das Erbe seiner Jugend. Heute wissen wir, nicht die Kriege machten ihn zu einem Großen, sondern seine aufgeklärten Ideen. Ich habe als Philosoph gelebt und will als solcher begraben werden. Ohne Pomp, ohne Prunk und ohne die geringsten Zeremonien. Man bringe mich beim Schein einer Laterne und ohne, dass mir jemand folgt, nach Sanssouci. Am 17. August 1786 stirbt Friedrich der Große. Er wird nicht